Yo Leute, heute reagieren wir endlich mal auf ein Date, das richtig eskaliert. Das Video ist von Real Ukrainer, checkt ihn auf jeden Fall ab und liked auf jeden Fall mein Video und abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und Leute, ganz wichtig, kommentiert mal YouTuber, auf die ich reagieren kann, damit ich nicht immer auf dieselben reagieren muss. Mich würde echt interessieren, was für YouTuber ihr so mögt. Schreibt's mir in die Kommentare und jetzt gönnen wir uns diesen Kurzfilm. Ich kann es nicht mehr, es tut mir leid, Lina, ich gehe. Wirklich, sowas geht gar nicht, Mann. Ey, Tadeus, bleib stehen! Tadeus! Lass es aus, geh weg von mir! Nein, bitte nicht, bitte, bleib hier, ich möchte mich entschuldigen bei dir, es tut mir leid. Bitte, Tadeus, es tut mir leid. Tadeus einfach. Ich hab mich bloß angestellt, nur weil mich Lena verführt hat, Mann. Und jetzt, ich konnte einfach nicht Nein sagen zu Lena. Und jetzt rennt Tadeus einfach von mir weg, Mann. Ja, verkackt, Bro, verkackt. Ey, ich hab ne Idee, ich werde jetzt nach Hilfe fragen bei Emre und Orksi, Mann. Die werden mir bestimmt helfen. Die sind immer für mich da. Mal schauen, mal schauen. Oxy, Emre, seid ihr da? Ist offen, Junge. Okay, ich komme ja schon. So was gibt's nicht, Mann. Wieso? Ich verstehe es nicht. Das ist so schlecht, Digga. Tschüss, übertreib dich. Junge. Geh weg. Bro, das war mein Controller, Mann. Ich hab dir den ausgeliehen. Warum machst du den kaputt? Scheiß auf den Controller, Junge. Ich hab dir gesagt. Das ist so schlecht, ne? Ey, jetzt chillt mal. Ich hab eine Frage. Bitte, das ist wichtig, Leute. Was ist los, Mann? Lass uns mal oben hinsetzen, dann erkläre ich euch. Guckt sein Backling an, Mann. Sein Herz wurde gebrochen. Sieht traurig aus. Puh, ich bin sehr, sehr traurig, Mann. Das gibt's einfach nicht, Mann. Schaut mal. Das Ding ist, Leute, ich hatte einen Streit mit Tadeus, weil ich habe sie betrogen und ich weiß nicht, was ja, ich machen soll. Ja, selber schuld, Bro. Oh. Als ob du sie betrogen hast, Bro. Dein Ernst? Das macht man nicht. Ja, ich eben. Ich weiß, aber wie soll ich das jetzt klären? Bro, ist das dein ernstiger Betrügen? Ist das ekelhafteste auf dieser Welt? Guck mal, oh ja. Ist, schaut mal, könnt ihr mir irgendwie helfen, irgendwelche Tipps geben, was ich jetzt machen kann? Weil ich liebe sie noch immer. Das war nur ein Fehler von mir. Also, Bro, setz dich erstmal auf mein Bett. Also, schau mal, damit ich das richtig verstehe. Du hast Tabius deine Freundin betrogen, oder wie? Ja, aber es war ein Fehler. Ich sehe es ein. Hey, ich sag das ehrlich, wieder Bro, gut zu machen. Ah, Bro, also hör mir mal zu, okay? Schau mal, das Wichtigste ist wirklich, du musst dich einfach vom ganzen Herzen bei ihr entschuldigen, okay? Wirklich vom ganzen Herzen. Du gehst zu ihr, kaufst ihr Blumen und küsst ihre Hand und sagst, es tut mir leid. Okay, Bro. Ah, also, ich weiß nicht, ob das klappt. Ich gar nicht versucht so. Geh gleich weg so. Ich sag's dir ehrlich. Nein, Bro, das kannst du nicht sagen. Nein, Bro. Bro, ich liebe sie doch. Ja, okay, dann. Bro, danke für die Tipps. Ich werde mich jetzt bei der entschuldigen gehen, okay? Okay, Bro. Ja, okay. Ey, Leute, die haben mir echt wieder Motivation gegeben, mich vom ganzen Herzen bei ihr zu entschuldigen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Bro. Oxy ist einfach wie ein Bruder für mich. Er hat mir direkt geholfen. Aber Emre, keine Ahnung, was bei ihm los war. Ja, der war ein bisschen komisch. Ich dreh richtig demotiviert. Der sieht auch böse aus, der andere. Ich geh jetzt zu ihr nach Hause. Währenddessen. Okay, Bruder, lass eine Runde jetzt spielen. Aber warte, bevor wir jetzt spielen, wie findest du eigentlich Tadeus? Ich sag dir ehrlich, Bro, die ist schon hübsch, aber die gehört ja Vasili und ich gönn ihm, Bro, weißt du? Ich glaube, ich will sie mit klären, Bruder. Soll ich? Ich Ernst, wusste Bro, es. Vasili. Ja, Bro, ist doch egal. Nein, Bro, sowas macht man. Sowas macht man nicht, Bro. Ich gönn Vasili. Hey, wieso, Mann? Digga, Vasili ist unser Freund, dein Ernst, Bro. Sowas macht man nicht. Jetzt zock mal weiter. Ja, ich mach Spaß. Ich hab Spaß. Ich gehe jetzt was zum Messen und warte. Okay, Bro. Er sieht richtig böse Freunde, hier aus. Vorne lebt Tadeus und ich möchte mich einfach bei der entschuldigen vom ganzen. Wo lebt SpongeBob? Und, oh, warte mal. Schaut mal, wie sie dort weint. Sie weint. Tut mir so leid. Ich kann jetzt nicht dort reingehen. Sie wird nur noch mich noch mehr hassen. Ich kann das einfach nicht tun. Ich werde mich entschuldigen, wenn die Sache ein bisschen geregelt ist, morgen in der Schule. Ein Tag später. Ey, Vasili, immer du, ne? Mach mal deine Tür jetzt zu, bitte, Bro. Ja, wir müssen ich zur Schule. Zu, Mann. Das Ding ist, wir kommen jedes Mal zu spät. Komm, wir dürfen jetzt nicht zu spät wegen kommen. Wegen dir, immer wegen dir. Ey, Emre. Hey, Leute. Was machst Bruder, du komm schnell, lauf. Lauf, zu spät, lauf. Ja. Wo war er denn? Schnell. Ey, was macht denn ihr schon wieder zu spät? Ihr Dreckschaoten. Ihr müsst alle mal die dreimal die Pausenordnung abschreiben. Habt ihr mich da verstanden? Oh. Und jetzt ab in den Chemieraum. Oh, ey, Herr Lehrer, das tut uns wirklich leid. Das tut uns wirklich leid. Wir kommen jetzt. Wir gehen jetzt in den Unterricht. Tut uns leid, Herr Lehrer. Schneller. Ey, Oxy, bleib kurz stehen. Bleib kurz stehen. Ey, Emre, was los? Emre und Oxy. Ey, schaut mal. Dort vorne ist Tadeus, Mann. Ich habe mich noch gar nicht bei ihr entschuldigt. Ich hatte gestern es nicht geschafft. Hey, Bro, ich glaube, sie weint, oder? Nein, Bro. Die ist nur traurig und sauer auf mich. Das kann ich verstehen, Bruder. Okay, Bro, ich werde sie jetzt ansprechen, oder? Hey, der ist so böse. Okay, Bro, sprech sie an. Du kriegst das dann okay. Da ist irgendwas faul. Dir. Komm. Ey, Freunde, schaut mal. Dort vorne ist einfach Tadeus. Ich werde mich jetzt bei der entschuldigen, weil was ich gemacht habe gestern war echt nicht okay. Ey, okay, Tadeus. Okay, mal schauen. Nein, bitte bleib stehen. Hä? Bitte. Sie rennt weg? Bitte. Ey, oh, sie ist Mann, richtig sauer, glaube ich. Sie, weg von mir. Sie ist, glaube ich, richtig sauer auf mich. Hä? Egal, genau das Gleiche habe ich auch gerade gesagt. Wer kommt denn da mal wieder zu spät? Hast du irgendeine gute Entschuldigung? Ja, es tut mir leid, Herr Lehrer, Mann. Ich hatte vieles zu tun. Und der Oxy und der Emre kommen auch noch. Ich hab gar nichts. Immer wieder die gleichen Chaoten, ne? Ich wollte Ihnen sagen, der Oxy, der Emre und der Vasili, sind heute wieder zu spät gekommen. Gib mir eine heftige Hausaufgabe, okay? Mhm, mach ich. Dafür sorge ich schon. Also, wir reden heute über das Element Helium.
40 Minuten später. Und da ihr wisst, dass 2 plus 2 3 ergibt, kommt als Endergebnis 3 raus. Vasili. Ja. Vasili. Ich schau mal auf Emre, Digga. Er schaut die ganze Zeit Tabios seine Freundin an. Ey, warum? Ja, er ist also, böse. Da läuft irgendwas. Gemacht, Bro. Dass er auf sie steht, oder was? Ja, ja, aber der meint, das ist Spaß. Aber schau mal, wie er sie anguckt. Ey, Bro, das gibt's ja einfach nicht, Digga. Ich dachte, der wäre mein Freund, Mann. Aber ich muss mit ihm später reden. Der ist ehrenlos. 31er. So, oh, die Stunde ist um. Tschüss, Kinders. Hä? Ja, geil. Okay, wir haben jetzt Pause, nice. Lol. Ey, Vasili. Ja? Hast du es schon vergessen? Jetzt spreche ich endlich an, da ist er ja. Hallo. Ey, Emre. Ja, Bruder. Was ist eigentlich los, Mann? Warum schaust du immer auf Tabeus, Mann? Du weißt schon, dass ich mit dir zusammenkommen will. Das verstößt gegen den Bro-Code, Bro. Bro, ich hab nur rübergeguckt, weil mein Hals so links, du weißt, guck mal da. Ah, dein Hals tut weh, ja. Bro, mein Hals hat weh getan. Bro, du musst jetzt keine Lügen erfinden. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ehrenlos. Aber mein Hals. Schau einfach nicht auf sie und gönn sie mir einfach, okay? Dann ist alles gut, okay, hau rein. Ich gönn doch. Schau mal, ich will jetzt Tabeus ansprechen und bitte wünsch mir Glück, okay? Okay, Bro, ich drück dir die Daumen. Komm an, du kriegst das hin, okay? Komm, ja, okay. Du kriegst das hin, Bro. Tabeus. Ja. Schau mal, ich muss mit dir reden. Das war wirklich ein Versehen. Das war ein Fehler von mir. Ich seh's ein. Aber warum hast du es denn überhaupt gemacht? Mann, ich sag dir echt, die hat mich verführt, Mann. Verstehst du das? Ja, weißt du was? Weil ich dich eigentlich auch noch liebe, verzeih ich dir einfach mal, okay? Und du kriegst noch eine neue Chance. Echt? Oha. Das finde ich richtig nett von dir. Schau mal, können wir es vielleicht nachholen mit dem Date heute Abend? Ja, können wir machen. Wir können dann wieder im Restaurant Oxy sein, da hinten. Ehrenmann. Treffen. Ja, okay. Ja, okay, danke. Dann bis heute Abend. So, meine lieben Schüler. Alle wieder an den Unterricht. Jetzt habt ihr Unterricht bei mir in Mathe. Los, alle in meinem Klassenzimmer. Hopp. Ja, okay, ich komm. Vasili, hier muss ich nochmal gleich unter vier Augen reden, okay? Dann machen wir es direkt. Hä, wieso? Komm her. Komm her. Ja, okay, ey, Herr Lehrer, was willst du denn von mir, Mann? Sie wissen, ihre Noten sind gerade nicht die besten und ich glaube, ich muss ihre Eltern kontaktieren. Eltern? Das stimmt gar nicht. Nein. Die schreiben im Moment bei Mathe nur noch Fünfer. Und gibt's irgendwie Probleme in der privaten Familie? Nein, ich sag Ihnen ehrlich, ist eigentlich alles okay, komm, wir gehen jetzt in den Unterricht, Mann. Nerven wirklich? Sie mich bitte nicht. Mann, Herr Lehrer, Sie sind wie er mit dem Lehrer redet, Mann. Geht lieber jetzt auf Ihren Platz. Also, meine Freunde. Okay. Meine Lieben, hä? Machen wir ein bisschen Mathe. Und zwar warte in Oxy. Oxy, schon wieder am Schlafen. Oh, was wollen Sie, Mann? Ich schlafe gerade. Was sind 2x2? 7. Ja, das stimmt nicht, mein Freund. Pass lieber auf, okay? Okay. Ey, Oxy. Die Quadratwurzel. Tja. Bro, ich hab's einfach geschafft, Mann. Heute Abend wiederholen wir das Date mit dir. Oh, nice. Das wird bestimmt nice, Bro. Ja, Mann, das ist so geil, Mann. Ich liebe sie so hart. Geil, Bro. Geil, Bro. Hol sie dir zurück, okay? Ich gönn's dir vom Herzen. Ehre, Mann. Vasili? Ja? Was macht die da rechts? Die Mathebücher aus. Ja, okay. Meditieren die, oder was? 90 Minuten später. Zu meinen lieben Schüler, nach dieser wunderschönen Mathe-Stunde dürft ihr alle nach Hause. Und merkt euch, die Hausaufgabe ist die Buchseite 35. Oxy, bleiben Sie bitte auf Ihrem Platz, bis ich nee, Herr Lehrer, tschüss. Ey, Oxy, Bro. Der hat den Nerv, du. Drecks, Kinder. Ey, Oxy, Bro, ich hab gleich ein Date mit Tabeus, Mann. Echt jetzt, Bro? Ich bin gespannt. Ja, du weißt ja. Geil, Bro, klär sie dir. Ich gönn's dir, okay? Mann, Digga. Ey, Emre, Bro, gönnst du mir jetzt auch endlich? Ja, ich gönn dir richtig, Digga, richtig so. Ja, okay, dann geh ich meine jetzt mal. Meine lieben Schüler, geht ihr bitte raus aus meiner Schule? Ja, wir gehen jetzt. So, Freunde, ich habe mich jetzt auf jeden Fall fertig gemacht und ich werde jetzt zu Tabeus gehen und mit ihr ein Date haben. Gönn dir, Bro, gönn dir. Ja, Bro, ich hab jetzt ein Date, mein erstes Date mit Tabeus. Okay, Bro, viel Glück, ja, ich küsse dein Herz. Bis später, ich drück dir die Daumen. Ja, danke. Währenddessen... Oh, da ist Tata. Ey, wo ist Vasili? Nicht da. Okay, gut, da kann ich hin. Ey, Tata, was geht? Oh, was machst du denn hier? Ey, was geht? Ich hab dich gerade so gesehen, ne? Und ich dachte mir so, ja, ich kann mal mit dir ein bisschen reden, weil ich sehe auch, du bist richtig traurig und so, oder? Ach so, ja, ich war. Was, ein 31er? Guck mal, hör mir mal zu. Also, Vasili hat dich betrogen, oder? Ja. Ja, und das ist, guck mal, das ist richtig ehrenlos. Du musst es zurückhauen. Einmal so raushauen, okay? Einfach zurück raushauen. Das muss man machen. Mach das. Aber... Guck, er ist ein schlechter Freund. Ein guter Freund hätte das nie gemacht. Guck, ich mach sowas nicht. Ich bin ein guter Freund. Also, wenn ich ein Freund wäre. Du bist und böse. Nein, das ist alles gut. Er hat sich auch entschuldigt und so. Also, nee. Guck mal, das passt eigentlich nicht. Du musst, haus einfach zurück, okay? Komm, lass mal was essen und dann können wir weiterreden. So, liebe Tata, also, das Essen war auch richtig frisch. Ich habe eigentlich keinen Hunger mehr. Ja, ich auch nicht, glaube ich. Okay, dann gehe ich nach Hause, aber ich glaube, ich habe meinen Schlüssel, glaube ich, verloren. Kann ich zu dir? Also, wenn du deinen Schlüssel verloren hast, dann kannst du gerne schnell zu mir kommen. Ach so, okay, perfekt, dankeschön. Jawohl. Freunde, es ist jetzt mittlerweile nachts geworden und auf jeden Fall müsste jetzt Tabeus im Restaurant auf mich warten, weil wir haben uns hier verabredet, um ein Date zusammen zu haben. Und ich glaube mal, sie wartet schon auf mich. Ich gehe mal rein. Nein. Und
Tabeus? Da wird niemand sein. Wo ist Tabeus hin? Hä? Sie hat sich doch mit mir hier verabredet. Warte, schau mal, ob sie zu Hause ist und noch nicht fertig ist. Vielleicht hat sie sich einfach nur verspätet. Freunde, warum ist die Tür bei ihr offen? Warte mal, wurde bei ihr eingebrochen oder wie? Und deswegen ist sie nicht gekommen? Nicht, dass irgendwas passiert ist. Nein, vielleicht ist sie irgendwo auf ihrem Bett oder so. Jawohl, jawohl. Ey, ey, Emre, was machst du da, Mann? Nicht, Bruder, was guckst du? Tabeus, Mann! Ey, was soll das? Ja, du hast mir doch das Gleiche angetan. Ich dachte, wir haben uns vertragen, Mann. Ja, hab ich auch, aber dann ist Emre gekommen und er war einfach besser. Was? Bro. Emre, warum? Bruder, aus Versehen. Was für aus Versehen, Mann? Ich kann dir jetzt nie wieder verzeihen. Wir sind für immer nie wieder Freunde. Aber Bro, du hast doch auch... Nein, Freundschaft beendet, Freundschaft beendet. Und Tabeus, ich hasse dich. Tschüss, Mann. Zu ehrenlos. Freunde, wie können die nur? Wie kann Tabeus nur sowas tun? Ich dachte, wir haben uns vertragen, Mann. Holy moly, sie ist einfach fremdgegangen. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo und checkt auf jeden Fall Real Ukraine ab. War ein richtig nicer Kurzfilm und dann sehen wir uns morgen wieder um 15 Uhr. Kuss geht raus, euer Flakes. Ciao.